Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash-News. Und heute natürlich wieder mit einem Video aus dem Dschungel, nachdem wir heute Morgen schon den ersten Tag kurz zusammengefasst haben und wir heute Abend um 19 Uhr im XXL-Livestream über Tag 1 sprechen, fragen sich doch einige schon, wo ist eigentlich Elena Miras? Denn 13 Kandidaten sollten ins Camp einziehen, 12 sind aber nur angekommen. Wurde Elena Miras von einem Kollagenbären verschluckt oder aber hat sie genug gehabt, als sie die Kandidaten gesehen hat? Wir versuchen, die Frage hier in diesem Video zu klären, gucken einmal in die aktuelle Berichterstattung der Boulevardpresse rein und gucken uns natürlich auch ein Elena Miras Video an, denn etwas ist schon sehr, sehr merkwürdig, meine Lieben. All das heute hier in diesem Video. Und wenn ihr nichts mehr vom Dschungelcamp verpassen wollt, dann fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen und natürlich auch allen meinen Bestands-Trashies. Vielen, vielen Dank fürs Teilen dieser Videos. Das ist natürlich mit das Wichtigste. So, und jetzt habe ich genug gequatscht, wir starten. Wo ist Elena Miras? Das ist die große spannende Frage, die wir nicht so richtig beantwortet bekommen. Auch RTL hat sich hier so ein bisschen am Clickbait bemächtigt, denn es gibt diese Schlagzeile: Elena Miras ist zum Start nicht am Start. Und hier wird auch nicht gelüftet, wo sie ist. Also dieser Artikel wurde auch quasi von RTL auf Social Media verlinkt mit der großen Überschrift: Ja, wo ist denn Elena Miras? Und dann sollte man den Artikel lesen, aber es steht hier nicht drin. Hier steht nur: Kenner und Fans wissen, im Dschungelcamp kann alles passieren. Dieses Motto gilt natürlich auch und im ganz Speziellen, wenn sich 13 IBS-Legenden für ein Spezial treffen. Und dann gibt es hier noch diesen kurzen Satz: Ja, das ist korrekt, Elena Miras ist nicht direkt zu Beginn am Start, aber keine Angst, sie kommt noch. Schließlich ist sie schon im spektakulären Trailer der Legendenstaffel zu sehen. Also ihr seht, auch RTL hat hier nichts verraten. Wir gehen mal eine Schlagzeile weiter, nämlich zu InTouch. Die haben nämlich hier eine Frage aufgeworfen, die schon berechtigt sein kann. Elena Miras große Sorge: Warum fehlt sie im Sommer-Dschungelcamp? Huch, wo steckt denn Elena Miras? Beim großen Dschungelcamp-Auftakt war von der dunkelhaarigen Schönheit keine Spur. Zitat Ende. Also ihr seht, es ist ein Riesenthema in der Boulevardpresse. Und hier wird aber vermutet, dass Elena Miras vielleicht einfach als eine Ersatzkandidatin einzieht, ähnlich wie bei Reality Queens, als Claudia Haas rausgegangen ist und ich glaube Franzi hieß sie, reingekommen ist. Und so vermutet dieses nun auch die InTouch. Zitat: Heute startet endlich das Sommer-Dschungelcamp bei Showdown der Dschungellegenden. Zeigen einige spannende Ex-Kandidaten, was in ihnen steckt. Einen Tag vor der TV-Ausstrahlung kann man die neue Folge bereits auf RTL Plus sehen und den aufmerksamen Zuschauern ist natürlich sofort aufgefallen, dass die groß angekündigte Krawallnudel Elena Miras nicht mit dabei ist. Doch wo steckt die Reality Queen? Und jetzt geht es genau um diese Zuschauermeinung. Warum ist Elena Miras nicht im Dschungelcamp? Auf dem Instagram-Kanal der Show häufen sich bereits die Fragen der verwunderten Fans. Erste Folge geguckt, wo ist Elena? Denke mal, die rückt nach, wenn David freiwillig geht oder rausgemobbt wird. Ist Elena Ersatzkandidatin, fliegt jemand vorzeitig raus? In ihrer Instagram-Story erwähnt Elena ganz beiläufig, dass die Fans sich keine Sorgen machen müssen. Das Beste kommt halt zum Schluss. Mache nur Spaß oder auch nicht, sagt sie, Augenzwinker. Die Antwort ist also ganz einfach: Sie zieht ein bisschen später ins Camp. Es bleibt spannend, Zitat Ende. Also ihr seht, und diese ganze Spekulation für die Zuschauer, die Folge 1 schon gesehen haben: Ja, das kann schon sein, dass Elena Miras Tatsache eine Ersatzkandidatin ist. Denn eines haben wir schon gesehen, nämlich, dass David Ortega ganz schön Gegenwind bekommt und sich ganz schön mit den verschiedenen Gruppenmitgliedern hier angelegt hat. Er war an einigen Punkten auch nicht so unschuldig, aber die Gruppe hat sich auch falsch verhalten. Schaut euch dazu mein Video von heute Morgen an. Also die Vermutung der Zuschauer am Social Media finde ich persönlich schon gerechtfertigt, ja. Jetzt habe ich euch aber versprochen, für alle Zuschauer, die nicht auf Elena Miras verzichten wollen, wir gucken trotzdem mal uns einen Elena Miras Clip an, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht doch schon die ein oder andere Szene sehen, was uns vielleicht ein bisschen mehr verrät. Dazu gehen wir auf den offiziellen YouTube-Kanal von Ich bin ein Star, Showdown der Dschungellegenden, und gehen quasi direkt in den Elena Miras Clip und schauen uns den mal gemeinsam an, feuerfrei. Zurück.
Elena Miras aus Staffel 14. Die Schweizerin ist bereit, die Camper aufzumischen. Ich freue mich so auf meinen Einzug. Ich werde nur die Gesichter von den Frauen anschauen. Denn ich weiß, wenn das stimmt, was gemunkelt worden ist, dann werden sich einige nicht freuen. Und ich glaube, die Gesichter werden so sein. Und ich so, hallo, I'm back. Eine, die sich vermutet. Also im Interview hat man deutlich gehört, dass sie schon von vornherein wusste, dass sie später reinkommt. Und wenn sie das von vornherein wusste, konnte sie ja nicht wissen, dass jemand freiwillig das Camp verlassen hat. Außer diese O-Töne wurden im Nachhinein gedreht. Schwierig. Vermutlich nicht über Elenas Rückkehr freut, ist wohl Kultauswanderin Dani Büchner. Wir erinnern uns an den Dschungel 2020. Was denkt sie, wer sie ist? Ich habe keine Angst vor Dani Büchner. Ich habe 0% Angst. Null. Mehr dazu gleich. Mit Elena wird's auf jeden Fall spannend. Es ist 2017. Reality-Sternchen Elena Miras tritt erstmals in Erscheinung. Also ich bin Elena. Mich kennt man von Love Island 2017. Und ja, ich habe da gewonnen, aber nicht mit Mike, sondern mit einem anderen Partner. Ah, und wir wissen, dass Mike heute mit Layla zusammen ist. Tolles Meme. Wenn ich endlich meinen Crush gesehen habe, oder auch wenn ich gesehen habe, dass die Nachbarn ihren Müll schon rausgebracht haben und ich meine Tonne schon wieder reingebracht habe. Und ja, danach sind wir zusammengekommen. Elena und Mike Heiter, schon ein Jahr später bekommen die zwei eine Tochter. Sie werden uns aber noch lange begleiten. Mit dem Auf und Ab ihrer Beziehung bleiben sie bis heute in den Schlagzeilen. Los geht die TV-Karriere des Duos 2019 im Sommerhaus der Stars. Auf jeden Fall immer zusammenhalten. Ja, machen wir sowieso. Wenn ich diskutiere, ist ja keine Frage. Diskutierst du einfach mit. Ja, ich stehe einfach hinter dir. Ich muss einiges nachholen, glaube ich. Ich bin ja Trash-Azubi im zweiten Lehrjahr. Da fehlt mir natürlich die Information, was damals im Sommerhaus der Stars los war. Aber das könnte schon spannend werden. Aber wir sehen ja auch Mike Heiter jetzt bei Promi Big Brother, von daher. Sie starten krawallbereit. Nein, ich muss jetzt am Berg laufen. Ja. So, ich bin eine Diva. Guckt jetzt schon jemand zu? Für alle, die gucken. Wir werden gewinnen. Da ist sich Elena schnell sicher. Und das, obwohl ihr Kartenhaus zwischendurch ordentlich bröckelt und sie ihre andere, aufbrausende Seite zeigt. Ah ja, das ist die Elena Miras, die ich nicht vermisst habe. Diese Menschen. Krass, Trennung. Komm, macht euch was. Ja, die Miras kann auch anders und lässt ihren Freund und den Zuschauer ihr spanisches Temperament spüren. Ein Typ, der 0% Mitgefühl hat. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Immer wieder gibt's Streit. Elena weiß, sie polarisiert. Und trotzdem, unglaublich aber wahr, spielt sie sich mit Mike bis ins Finale. Es ist der Moment, in dem das Reality-Paar 50.000 Euro absahnt. Ein Jahr später geht's nach Down Under und die damals 27-Jährige will sich von ihrer neuen Seite zeigen. Ach nein, noch eine 2.0? Wir haben ja schon Thorsten Leger 2.0, Dani Büchner 15.1 und jetzt haben wir noch Elena Miras 2.0. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, viele denken falsch von mir, aber... Aber mit dieser großen Fresse will sie diesmal vorsichtiger umgehen. Ob ihr da ihr Temperament wieder im Weg steht? Nee, mein Temperament ist eigentlich nie mein Nachteil. Deswegen werde ich das auch im Dschungel so durchziehen. Und auch wenn es dann die Gruppe nicht so gut findet, ist mir das egal. Ich bin ja immer noch da, um zu gewinnen und ich gewinne ja nur alleine. Na denn, auf geht's. Der Reality-Star scheint gewappnet für den Dschungel. Ey, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn für eine Scheiße hier? Aber kann... So ein schönes Tier. Es tut mir wirklich leid. Wahrscheinlich hat das Tier mehr Angst als Elena Miras, weil es nur zwei Wege gibt, nach hinten und nach vorne. Und so ein schönes Tier. Der beißen? So, dass wollt ihr mich verarschen? Da wird schon ein Waran zum Problem und bei den Mitcampern wird's nicht besser. Boah, ich raste gleich so auf. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon Elena Miras vermisst. Besser einmal tief durchatmen. Du brauchst dir nur Piep sagen und sofort Pam, wie so eine Kobra, die in einer Stellung steht. Mein Gott. Bei Elena herrscht das Motto Mut zur Wut. Ihr Ziel, Daniela Büchner. Was denkt sie, wer sie ist? Ich habe keine Angst vor Dani Büchner. Ich habe 0% Angst. Null. Elena fühlt sich böse hintergangen. Dani Büchner und sie lästern vorher noch über Claudia Norberg. In der Gruppe klingt das dann alles anders.
Ach, die war ja auch im Camp. Boah, es ist so unglaublich, ne? Wenn ich so diese alten Rückblicke sehe, vielleicht geht es euch ja auch so, auf wen man da alles so stößt. Wir haben sogar über Claudia Norberg hier mal berichtet. Es ging damals, als sie ausgewandert ist und ein bisschen Unklarheiten über die Steuern war. Ich glaube, das war mal ein Video von uns, schon 2 Jahre her oder so. Ich finde, am Ende ist das alles nicht unser Paket. Wenn ich merke, dass mich jemand hintergeht und mich dann probiert bloßzustellen, dann einfach ciao. Dann ist die Person für mich weg. Tschüss. Ciao, sagt sie nicht nur zu Dani Büchner. Elenas Abschussliste wird länger, denn auch Boxer Sven Ottke wird's zu viel. Sven Ottke. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ich wollte mich jetzt hier nicht schon wieder outen, dass ich jemanden nicht sofort erkenne, aber Sven Ottke, natürlich Sven Ottke. Mach dich vom Acker. Denkst du kannst mir sagen, mach dich vom Acker? Mach dich doch du vom Acker. Geht's eigentlich noch? Bisschen Anstand. Alter Opa will mir was sagen. Und so schafft. Oh, das nervt mich, dass man immer aufs Alter gehen muss. Ne? Das ist heutzutage noch schlimmer geworden, aber ihr seht, es war damals auch schon so ein Thema. Bald alle mal auf ihre Liste der Verdammten. Am Ende reicht's für Elena für den 6. Platz. Im Camp zeigt sie uns aber auch ihre weiche Seite. Hier, als sie sich Mitcamperin Sonja Kirchberger anvertraut. Denn die Teilnahme beim Sommerhaus hatte böse Folgen für die junge Mutter. Ich habe mal gemeldet nach dem Sommerhaus, dass ich eine schlechte Mutter bin. Was? Beim Jugendamt? Nein! Dass ich aggressiv bin und dass meine Tochter nicht gut geht bei mir. Ja, aber das passiert Tatsache sehr häufig, ne? Also wenn man so mal in die TV-Geschichte zurückguckt, ist dieses Melden beim Jugendamt schon bei einigen vorgefallen, ja. Das kannst du anonym melden und die wissen dann nicht, von wem das ist. Es stand sogar drauf, dass das ein Fernsehzuschauer war, der das gemacht hat. Ja, aber also ja. Wenn man sich richtig, richtig, richtig daneben im TV benimmt, dann kann ich es insofern nachvollziehen, dass der Zuschauer einen Schritt weiter denkt und sich dann die Frage stellt, wie sind diese Menschen denn privat oder aber im Umgang mit ihren Kindern? Ich finde, das ist das Echo, welches man sendet, wenn man in eine Höhle brüllt. Dann gibt es halt einfach ein Echo. Und wenn die Höhle denn dann über einen einstürzt, weil man einfach zu laut gebrüllt hat, dann hätte man sich vielleicht überlegen müssen, dass man ein bisschen leiser in die Höhle gebrüllt hat oder einfach gar nicht brüllt. Aber das ist nur so Weisheiten mit Danny. Das Schweizer Jugendamt nimmt die Meldung ernst und schaltet sich ein. Erst nach dem Dschungelcamp wird für Elena klar, wie es weitergeht. Es passiert gar nichts, alles ist gut und man ist beruhigt, man ist jetzt endlich wieder glücklich, hat einen freien Kopf und diese Gedanken sind alle weg. Nach 3 Monaten endlich die Gewissheit. Was für eine Erleichterung für die junge Mama. Und prompt folgt im September 2020 das nächste Drama. Mike Heiter und Elena Miras trennen sich. Was erst nicht ausarten sollte, wird 2 Monate später zur Schlammschlacht. Wie kann man eine Person so öffentlich bloßstellen wollen, dass alle mich hassen und denken, dass ich eine schlechte Mutter bin? Das ist so der Moment. Im Übrigen sind die Kinderfotos wie immer hier alle gepixelt. Das ist ein Moment, wo ich so mir darüber Gedanken gemacht habe. Schade, dass ich erst vor 2 Jahren eingestiegen bin in dieses ganze Trash-Thema, ja. Damals fordert Elena noch, Mike solle sich endlich bei seiner Tochter Eileen melden. Er sei kaum da gewesen. Was da wirklich dran ist, wissen wohl nur die zwei. Elena ist keine schlechte Mutter, ist einfach ein schlechter Mensch in meinen Augen. Mike wirft ihr vor, Eileen ihm vorzuenthalten. Die Mama wohnt in der Schweiz, er in Essen. Treffen seien nur selten möglich. Und so schieben sich die zwei seither die Karte des schwarzen Peters hin und her. Fürs glückliche Zusammenleben findet Elena 2021 einen neuen, den Schweizer Rapper Leandro. Die zwei kennen sich schon lange, jetzt funkt es. Gemeinsam kaufen sie nach einem Jahr Beziehung ein Haus in der Nähe von Zürich. Herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause, was aber noch nicht ganz fertig ist. Die Bauer. Diese Moderation direkt neben dem Dixi-Klo. Oh nein. Arbeiten begleiten wir damals mit der Kamera. Ich komme halt jeden Tag hier hin und mache ein bisschen Stress. Das glauben wir sofort, denn 2 Wochen später wollen sie schon einziehen. Das Küche, Essbereich, Wohnzimmer. Das ist das Schmuckstück in diesem Haus, weil der Ausblick ist natürlich einfach so wunderschön. Doch bevor sie den genießen können, wird's gleich noch richtig knallen. Am Umzugstag droht die Situation zu eskalieren. Die Bauarbeiter sind nicht fertig und der Bauleiter wird das zu spüren bekommen. Aber sind wir mal ehrlich, das ist leider, aber es ist halt normal. Also es ist so oft, dass
Handwerker nicht mit der Arbeit einfach fertig werden. Und das kann man vielen Handwerkern nicht zum Vorwurf machen, so zumindest meiner Erfahrung. Auch bei uns sind Handwerker oftmals nicht pünktlich fertig geworden. Aber man kann halt eine Baustelle zwar analysieren, aber es gibt immer versteckte Details, die man nicht gesehen hat. Zum Beispiel, wenn man sagt, man entfernt die Wand, wenn man aber nicht gesehen hat, dass die Wand, keine Ahnung, da irgendwie was, eine Steckdose noch quergelegt ist, eine alte Steckdose lahmgelegt ist oder, dann muss halt dann doch erstmal wieder mehr gebaut werden. Man kann es nicht immer sehen, aber ich habe keine Ahnung, was damals vorgefallen ist, muss ich dazu sagen. Ich habe nur aus meiner Erfahrung gesprochen, weil ich jetzt hier nicht das so auf die armen Handwerker stehen lassen wollte. Ah, oh, die Decke ist eine Katastrophe. Also so wird das nicht akzeptiert. Ja. Das ist nicht schön. Die scharnieren wie eine andere Tür. Ja, irgendeine Lösung muss es geben. Der Bauleiter verspricht Besserung und die kleine Familie, die zieht doch noch am Abend ein. Wir treffen Elena Miras vor ihrem Einzug in den Dschungel in Südafrika. Im Showdown der Legenden muss sie sich aber nicht mehr beweisen, findet sie. Es war ja schon klar, jemand muss ja die Legende sein, das bin ich. Und das will sie am Ende nur noch sich selbst beweisen, denn es ist klar. Also ich gehe dahin, um diese 100.000 Euro zu holen, nicht mal die Krone, die verschenke ich. Aber da habe ich eine eigene Meinung. Ich muss sagen, ich finde, man hat weniger die 100.000 Euro verdient, wenn man als Nachzügler reinkommt, als die Leute, die vielleicht jetzt 17, 18 Tage schon drin waren. Versteht ihr, wie ich das meine? Finde ich immer schwierig. Jetzt stellt euch mal vor, sie kommt am vorletzten Tag und gewinnt. Puh, schwierig. Aber da die Zuschauer ja eh nicht entscheiden, sondern unter anderem durch Prüfungen, die man nicht schafft, rausfliegen kann etc. Ja, aber ihr versteht vielleicht meinen Gedankengang. Aber ich will gewinnen, weil ich das letzte Mal, glaube ich, schon so viel gezeigt habe und ich hätte es auch da verdient. Und dieses Mal werde ich es einfach holen, um mir zu zeigen, dass ich das kann. Ja, das war Elena Miras und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, welche Umstände sie ins Dschungelcamp bringt, warum sie reinkommt, beziehungsweise warum sie erst später kommt. Vielleicht sind das einfach ganz, ganz einfache Sachen. Vielleicht war es einfach sowas wie, dass sie, keine Ahnung, krank geworden ist. Wir haben ja auch gesehen in Tag 1, dass Jan Köppen nicht mitmoderiert hat. Der hat ja Fieber gehabt, der ist erst ab Tag 2 mit von der Partie. Also, es bleibt spannend. Sobald ich was Neues erfahre, werdet ihr es hier auf Dannys Trash Highlights erfahren. Abonniert gerne den Kanal dazu. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns heute wiedersehen. Einmal um 14 Uhr und denn dann heute Abend zum großen Livestream um 19 Uhr zu Dannys Dschungel Talk. Meine Lieben, macht es jetzt aber erstmal gut. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt.